Hallo und herzlich willkommen zu diesem Review. Und zwar schauen wir uns heute einmal näher an das Cube Controls GT Pro Zero in der USB-Version und wir gehen der Frage nach, ist es das ultimative GT-Lenkrad für uns Simracer? Wenn ihr wollt, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, aber ich würde sagen, es geht los. Ich freue mich schon tierisch auf dieses Review-Video und ich würde vorschlagen, wir gehen einmal die Punkte durch, die wir uns heute anschauen. Ich rede ein bisschen über die Bestellung, den Versand und die ersten Eindrücke. Dann schauen wir uns das Lenkrad im Speziellen einmal genauer an. Die Schaltwippen, die wir vorfinden und was es für Besonderheiten gibt. Wir kommen dann noch auf die Knöpfe und die Belegung zu sprechen. Wartung und Pflege ist auch wichtig. Und zu guter Letzt, was nicht fehlen darf, ist natürlich der Spielspaß. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Tja, zur Bestellung und zum Versand. Mensch, was habe ich gemacht? Ganz wichtig als Disclaimer, das Lenkrad habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft. Das heißt, ich bin auf die Webseite von Cube Controls gegangen, habe dann das Lenkrad aus dem Shop entsprechend ausgewählt. Ich brauche ja die USB-Version, weil ich dies auf eine Fanatec Wheelbase mit dem entsprechenden Adapter montiere. Ja, und dann gibt es nicht viel zu tun. Ich hatte mich im Vorfeld schon länger damit beschäftigt mit dem Wheel. Es gab dann auch noch verschiedene Farbkombinationen für die hinteren Teile und die Schaltwippen. Aber in dem Fall belasse ich es bei der Standardvariante und wir legen das einfach auf der, wie ich finde, sehr modern gestalteten Webseite in den Shop. Und wir gehen zum Checkout. Wir sehen jetzt hier der Gesamtpreis von 799 Euro. Dazu kommt dann entsprechend auch noch eine Versandgebühr hinzu. Ich habe mir damals zwei Lenkräder bestellt und die wurden mit DHL Express versendet. Und dann möchte ich einmal ganz kurz euch auch nochmal zwei Sachen zeigen, denn es ging dann weiter. Nach dem Kauf habe ich nette E-Mails vorgefunden von Cube Controls, wo man sich vorstellte und auch erklärte, was Cube Controls macht und wie man am besten mit denen in Kontakt treten kann. Und ich liebe ja sowas. Ich liebe es, wenn Leute wirklich einer Passion folgen und sagen, Mensch, wir sind im Herzen auch Racer und wollen etwas machen. Nun gut, DHL Express war der Versand. Ich habe das Wheel noch in der Pandemiezeit bestellt. Das heißt, ich hatte noch eine etwas längere Wartezeit. Ja, was bekommt man? Eine schicke Box. Und in dieser Box, wenn ich diese öffne, fällt mir dann sofort ein nett gestaltetes Inlay auf, Make it real und Race hard, also eine sehr hochwertig wirkende Verpackung, in der ich dann halt auch entsprechend alles finde, was ich so zu meinem Racing-Glück benötige. Ich mag ja, wie gesagt, diese kleinen Details, die sich immer hier und da finden und auch die Kommunikation im Vorfeld, denn eins dürfen wir nicht vergessen, dieses Wheel kostet halt auch entsprechend Geld und für diesen Preis habe ich natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung und ich kaufe mir ja ein solches Wheel nicht jeden Tag. Das heißt, es ist schon ein besonderes Erlebnis. Was finden wir alles in dem Karton entsprechend vor? Ein Tütchen mit Schräubchen und diversen Werkzeugen, die ich brauche für das Wheel. Eine weitere Tüte, wo das entsprechende USB-Kabel mitgeliefert wird und dazu kommen wir dann später auch nochmal im Detail. Das ist, denke ich mal, recht legitim und dann fällt sofort der Blick auf die bunten Sticker, die mitgeliefert werden. Cube Controls legt ein Sticker-Set den Lenkrädern entsprechend bei. Und dort kann ich wirklich für die meisten Rennspiele und für die meisten Controls, die ich so verwende, all die Aufkleber vorfinden, die dann auf mein Wheel geklebt werden können, um das Ganze dann noch realistischer und noch schicker werden zu lassen. Eine nette Geschichte, woanders zahlt man dafür dann auch nochmal entsprechend Geld. Bei Fanatec war es zum Beispiel so, hier liegt es bei den Wheels automatisch schon dabei. Auch was zu lesen darf nicht fehlen. Es gibt zwei kleinere Hefte, die sich auch noch hier vorfinden. A, einmal
das Owner's Manual, wo es ja die ganzen technischen Daten entsprechend auch noch gibt, die man halt wissen muss zu dem Lenkrad. Und es gibt noch eine entsprechende Anleitung, den User Guide für das entsprechende Lenkrad, wo halt genau nochmal für euch beschrieben ist, was ich jetzt mache, wie ich das Lenkrad anschließe, wie ich das Lenkrad auch entsprechend customizen kann. Dazu später auch nochmal etwas mehr. Das gesamte Erlebnis bei Bestellung und Versand inklusive Kommunikation und erstem Eindruck, muss ich ganz deutlich sagen, das sind für mich 5 von 5 Racing-Herzen. Kommen wir nun zum eigentlichen Lenkrad. Das Lenkrad befindet sich in der Kartonage hier hinter dem Make It Real Folder, möchte man fast sagen. Das ist ein mit Schaumstoff verkleidetes Thema und ihr seht kein Lenkrad. Denn das habe ich euch am Anfang noch nicht verraten. Das ist nicht ein typisches Review-Video, sondern ich bin das Lenkrad knapp 1000 Runden gefahren auf den Rennstrecken dieser Welt, um einfach einen besseren Eindruck zu haben, wie sich das Lenkrad im Langzeitgebrauch entsprechend schlägt. Und deswegen jetzt an dieser Stelle erst das Review. Und ihr seht es jetzt auch schon hier im Review. Es sind Spuren des Racing am Lenkrad schon zu finden von den Handschuhen. Ich fahre das Lenkrad immer mit Handschuhen, aber dann bleibt das ein oder andere halt auch nicht aus. Aber kommen wir einmal zum eigentlichen Lenkrad, denn ich finde, bei dem, was wir hier sehen, und wir gehen auf die einzelnen Punkte gleich auch noch mal ein bisschen genauer ein in den einzelnen Sektionen, dass der Lenkradkranz oder das Lenkrad an sich absolut hochwertig verarbeitet ist und ich habe ja etwas größere Hände und muss ganz ehrlich sagen, dass sich das Lenkrad total gut anfassen lässt und es richtig viel Spaß macht. Also das, was ich mir erhofft habe von Anfang an, ist auch tatsächlich das, was wir hier in dem Produkt vorfinden. Es ist ein absolut tolles Gefühl für ein GT-Fahrzeug und da muss man ganz deutlich sagen, das gehört für mich auch ein bisschen mit dazu, wenn es um das Thema Sim Racing geht, dass ich mir ein Stück Gefühl von der Rennstrecke auch mit nach Hause hole. Und für mich ist diese Form eines Lenkrades, so wie wir es hier sehen, ein typisches GT-Lenkrad, wie man es entsprechend ja, in seinem Auto auch vorfinden würde. Das heißt, von der Ergonomie finde ich es sehr, sehr gelungen. Es hat diese Hörnchenform und ist wirklich schön in der Hand zu halten. Hier seht ihr, dass das Alcantara schon aufgrund des Einsatzes etwas anders aussieht. Dazu kommen wir aber in dem Kapitel Wartung und Pflege auch noch mal drauf zu sprechen. Die Bewertung für die Sektion Lenkrad von mir 5 von 5 Racing-Herzen, denn das Lenkrad liegt satt in der Hand und macht tierisch viel Spaß. Kommen wir nun zu den Schaltwippen, die verbaut sind. Wir sehen es hier, klassisches GT-Wheel, große Carbon-Schaltwippen, die verbaut sind, die nicht durchgängig mit Carbon versehen sind, sondern wo ich auch hier Löcher sehe entsprechend. Aber man sieht auch mögliche Verstellmöglichkeiten. Das heißt, je nach Handgröße kann ich die Position der Shifter auch nochmal feintunen. Und ich habe einen klassischen Magnetshifter, der sich satt schalten lässt. Wie sieht das Ganze aus und wie hört sich es an? Ich habe es für euch aufgezeichnet. Ja, ihr habt es gehört, ein sattes Schaltgefühl, aber es ist natürlich auch nicht ganz leise. Ich vergebe den Schaltwippen deswegen 4 von 5 möglichen Racing-Herzen. Schauen wir uns nun einmal die Knöpfe bzw. die entsprechende Belegung im Wheel an.
Um euch was Spannendes zu zeigen, werde ich das Reel entsprechend anschließen an meinen Rechner, der USB gepowert ist. Und hier seht ihr schon ein Hauptkriterium dieses Lenkrads. Wir haben beleuchtete Tasten, das heißt, die sind mit einer Hintergrundbeleuchtung versehen. Und ich habe halt auch gewisse Funktionen. Das heißt, die beiden oberen Tasten sind, wenn ich sie gedrückt habe, mit einem Blinkverhalten ausgestattet, das ich leider aber nicht abschalten kann in einer Software. Ich habe des Weiteren auch noch die Möglichkeit, diese Kippschalter zu verwenden. Da finde ich es ganz nett, dass, wenn die aktiviert sind, ich da diesen roten Rand auch noch habe. Die unteren Taster, die Drehdrücksteller, den kleinen Mini-Joystick, das ist alles schon recht wertig verbaut und fühlt sich sehr gut an. Ich habe allerdings ein kleineres Problem mit diesen beiden Tasten oder Tastern, denn die haben für mich an der Stelle nicht viel verloren, wenn ich ehrlich bin. Das ist meine persönliche Meinung. Und auch im Renngeschehen kriege ich da halt ab und an doch kleinere Probleme. Die Möglichkeiten, die Bremsbalance oder andere Sachen zu verstellen mit den Drehstellern, funktioniert richtig prima. Und auch die Knöpfe lassen sich satt klicken. Und gerade wenn man mit Handschuhen unterwegs ist, ist das auch schon eine gute Haptik und man fühlt sich wirklich fast wie einem Rennwagen. Aber ich hatte euch ja gesagt, 1000 Runden bin ich knapp gefahren und da fällt einem das halt doch entsprechend schon auf. Das heißt, mir fehlen oben im oberen Bereich doch ein paar Knöpfchen und deswegen kommen wir nun zur Wertung Knöpfe und Belegung. Da gibt es 3 von 5 möglichen Punkten, denn ich glaube, dass wir hier entsprechend mit den Blinktastern halt einen Punkt haben, den ich halt nicht beeinflussen kann. Das heißt, ich kann sie nur dauerhaft ein- oder ausschalten. Ich fahre die Rennen halt meist in einem halbdunklen Zustand. Das heißt, wenn da was am Lenkrad unkontrolliert blinkt, gerade in einem engen Rennen, dann irritiert das ein bisschen. Und da würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass man das auch irgendwie beeinflussen kann. Denn nicht jeder möchte oben 2 blinkende Tasten haben. Für Pitlane Speed Limit ist es perfekt. Ich könnte mir einen Flash noch drauflegen, auch super. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, selbst wenn ich ein DRS oder was auch immer gut ist, ein GT-Lenkrad, aber es gibt ja auch noch Leute, die fahren andere Autos, dann wird es ein bisschen schwierig, denn ich will ja nicht permanent das Geblinker haben. Das ist erwähnenswert, das muss man wissen. Und wie gesagt, dort, wo die beiden Taster sind, die ich nach oben und nach unten entsprechend bewegen kann, wo ich Funktionen drauflegen kann, die fand ich nicht so wirklich praktisch im Racing-Umfeld. Da hätte ich mir wirklich 2 einfache Knöpfe gewünscht. Und dann wäre mein Racer-Herz schon wesentlich, wesentlich milder gestimmt. Deswegen hier, obwohl ich immer noch begeistert bin von der Haptik der Knöpfe, die satt in der Hand liegen, aber aus den genannten Gründen 3 von 5 möglichen Racing-Herzen. Kommen wir nun zum Punkt Wartung und Pflege. Wartung und Pflege bei einem Lenkrad. Nun, es gibt Punkte, die muss man einfach kennen. Bei einem Cube Controls Wheel, wenn man sie einmal kennengelernt hat, ist es auch gar nicht so schlimm. Was ist passiert? Ich habe euch ja gesagt, ich bin das Lenkrad doch ein paar Runden mehr gefahren. Wir finden am Lenkrad selber halt 2 kleine Schräublein in der Nähe der Schaltpedals und die sind dafür da, um die Potentiometer entsprechend nochmal nachzujustieren. Jetzt werdet ihr euch denken, warum muss ich sie nachjustieren? Mensch, ich hatte den Fall in einem Rennen, das hat sich so ein bisschen im Training schon angekündigt, dass ich so leichte Ghost Shifts hatte und die wurden dann im Rennen sehr, sehr massiv. Das heißt, die Gangschaltung hat sich quasi selbstständig gemacht. Im ersten Moment schreckt man zusammen, im zweiten Moment liest man einfach die beiliegende Bedienungsanleitung und da ist das genau erklärt. Es gibt nämlich das Werkzeug, was mitgeliefert wurde und mit dem kann ich eine Schraube lösen. Und unter der Schraube komme ich mit einem kleinen beiliegenden Schraubenzieher an den Potentiometer, stelle mir das Ganze einmal akkurat ein und habe dann Ruhe. Das habe ich ähnlich auch schon mal bei einem Fanatec Wheel gehabt, da musste ich das einschicken. Und hier finde ich es eigentlich sehr gelungen, dass man dem Anwender selber halt die Möglichkeit zur Justage entsprechend gibt.
Und das ist seitdem auch nicht wieder passiert. Das heißt, wenn man es einmal sauber einstellt, ist alles am Ende wieder schön. Aber wir haben noch einen zweiten Punkt. Und zwar, ihr seht es hier nach einer Zeit, und ich bin das Lenkrad gefahren, auch in den Sommermonaten immer mit Racing-Handschuhen. Aber das Alcantara zeigt sich halt von einer Seite. Man sieht halt, wo ich mit dem Lenkrad gekämpft habe, und es wird an der einen oder anderen Stelle automatisch etwas speckig. So, und jetzt muss man halt überlegen, und da hätte ich mir gewünscht, dass es in der Anleitung auch Pflegehinweise zum Alcantara-Leder gibt, und die gibt es in der Form nicht. Und mittlerweile gibt es zwar eine Bürste, die ich kaufen kann, aber das fehlt mir hier in dem Punkt. Deswegen gibt es in dem Punkt Wartung und Pflege 4 von 5 möglichen Racing-Herzen, weil einfach die Hinweise zur Pflege vom Alcantara-Leder fehlen und ich ja bei einem Lenkrad, was 799 € kostet, auch nichts falsch machen möchte. Deswegen würde ich mich über zukünftige Hinweise zur Pflege hier freuen. Kommen wir nun zur wichtigsten Kategorie, der Kategorie Spielspaß, und ich lasse euch mal ein bisschen alleine mit den Eindrücken. Und das ist das, was ich eigentlich an diesem Wheel so liebe. In und auf der Rennstrecke macht das Ding einfach tierischen Spaß. Ich habe ein tolles Fahrgefühl, weil ich durch das 30 cm breite Wheel entsprechend auch eine schöne Kontrolle über mein Fahrzeug habe. Und das ist doch genau das, was wir entsprechend auch haben wollen. Und es ist eine wahre Freude, wirklich eine wahre Freude, mit diesem Lenkrad unterwegs zu sein. Und man hat ja immer auch für sich selber so ein paar, ja, Erwartungen an ein Lenkrad. Und das ist gerade hier in diesem Umfeld auf der Rennstrecke wirklich ein tolles Gefühl, mit dem Rad unterwegs zu sein. Denn dort ist halt nichts, was knirscht, knatscht oder ähnliche Geräusche macht. Das Ding liegt einfach satt in der Hand. Ich habe die volle Kontrolle über das Auto, spüre jegliche Bodenwellen. Wie gesagt, das Einzige, was mich da halt noch ein bisschen stört, ist die Buttonbelegung, die, wie ich finde, nicht ganz optimal gelöst ist. Aber ansonsten haben wir wirklich ein tadelloses Lenkrad. Damit ihr es besser auch noch mal sehen könnt, hier noch mal in der Nahaufnahme. Das heißt, die Kamera gerichtet wirklich nur auf das Wheel, und ihr seht im Hintergrund auch noch mein Simlab-Screen. Und das macht halt wirklich tierisch Spaß. Und auch wenn ich es jetzt hier in dem Video mir anschaue, ihr könnt mir glauben, das ist wirklich Rennfahrer-Feeling pur.
ein absolut hochwertig verarbeitetes Wheel und das sorgt dafür, dass ihr auf der Rennstrecke absoluten Spaß habt. Das meine ich übrigens mit dem Blinken. Habt ihr einmal die Taste gedrückt, dann seht ihr, hört das Blinken nicht auf, bevor ihr da nicht nochmal drauf drückt. Und deswegen ja, ist so ein bisschen der Einsatz dieser Tasten limitiert, weil man da nicht jede Funktion drauflegen möchte. Aber hey, da haben wir gerade ja schon ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Viele fragen auch, sag mal, stört dich dieses Kabel nicht? Klar, man ist gewohnt, wenn man mit einem Fanatec-Lenkrad an der Fanatec-Base arbeitet, hat man kein USB-Kabel. Aber ihr seht es halt hier, das ist eigentlich ganz charmant gelöst. Das heißt, legt man das Kabel um die Narbe des Lenkrads, dann ist es wirklich kaum zu spüren. Natürlich klar, wenn ich jetzt sehr, sehr harten Lenkradeinschlag habe, dann kann es mal sein, dass das Kabel ein bisschen tiefer hängt, aber das stört im wahren Racing-Leben tatsächlich überhaupt nicht. Ja. Und so haben wir halt am Ende dieses Reviews ja, den eindeutigen Eindruck und das, was wir halt entsprechend hier transportieren möchten. Es lohnt sich, wenn ihr ein Racing-Fan seid, GT-Fahrzeuge liebt, einen Blick auf dieses Lenkrad zu werfen, denn das macht beim Racen tierisch viel Spaß und ich bin mir sicher, ihr werdet genauso viel Freude daran haben, wie ich es halt tue. Ja, wie gesagt, ich bin knapp 1000 Runden in iRacing mit diesem Lenkrad unterwegs gewesen, diverse Rennen bestritten. Und es macht tatsächlich, wenn ihr GT-Fahrzeuge fahren wollt, ultra viel Spaß. Demnach ist es auch keine Überraschung, dass wir in der Kategorie Spielspaß satte 5 von 5 Racing-Herzen vergeben. Und kommen wir nun zum Gesamtfazit. Das Gesamtfazit des GT Pro Zero in der USB-Variante, ihr könnt es hier anhand dieser Grafik auch schon sehen. Es hat mein Racerherz entsprechend erobert. Ich bin überzeugt, dass auch ihr eine Menge Freude an einem solchen Wheel haben könnt und werdet, denn es ist toll verarbeitet. Ihr bekommt auch eine Geschichte zu diesem Wheel, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich finde diese Beziehung auch zu einem Hersteller und die Art und Weise, wie man miteinander kommuniziert, ganz, ganz toll, denn am Ende des Tages kostet es 799 Euro und man möchte halt ein Stück, in Anführungszeichen, Renngeschichte mit dazu bekommen und ich glaube, dass ihr dieses mit diesem Wheel auch erhaltet. Ich finde die Qualität und die Qualitätsanmutung von Cube Controls wirklich sehr gelungen. Und wie gesagt, das Review, was wir uns hier angeschaut haben, basiert auf der Erfahrung wirklich von knapp 1000 Runden. Ich bin es sehr lange und sehr häufig gefahren und von daher kann ich euch da schon ein sehr, sehr gutes Feedback zu diesem Wheel geben. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Spaß an weiteren solchen Reviews haben solltet, dann lasst mir einfach ein Like da oder ein Abo oder schreibt mir einfach in den Kommentaren, was euch gefallen hat oder euch vielleicht nicht gefallen hat, ebenso wie die Fragen zu dem Wheel und wir bleiben in Kontakt. Ich sage Dankeschön und bis bald. Ciao, ciao.